Lektion 245. Dein Friedenvater ist bei mir. Ich bin in Sicherheit. Dein Frieden umgibt mich, Vater. Wohin ich gehe, dorthin geht dein Frieden mit mir. Er wirft sein Licht auf einen jeden, dem ich begegne. Ich bringe ihn zu den Betrübten, den Einsamen und den Ängstlichen. Ich gebe deinen Frieden jenen, die Schmerz erleiden oder sich grämen um Verlust oder denken, sie seien der Hoffnung und des Glücks beraubt. Schicke sie zu mir, mein Vater, lass mich deinen Frieden mit mir bringen, denn ich möchte deinen Sohn erlösen, wie es dein Wille ist, damit ich mein Selbst endlich wieder erkennen möge. So gehen wir in Frieden hin. Wir geben aller Welt die Botschaft, die wir empfangen haben. Und so vernehmen wir endlich die Stimme für Gott, die zu uns spricht, während wir sein Wort wiedergeben, dessen Liebe wir erkennen, weil wir das Wort miteinander teilen, das er uns gab. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und wenn ihr umhergeht mit diesen Gedanken tief in euren Geist eingepflanzt, und so wird es werden, über die Jahre hinweg, wenn ihr diese Arbeit praktiziert, dann bringt ihr zur Welt eine Ruhe und einen Frieden, den andere nicht dazu bringen. Und das ist das größte Geschenk, das ihr nicht nur euch selbst geben könnt, denn ihr werdet ihr in einem friedvollen Geist leben. Und das ist das wertvollste Ding, das ihr jemals haben könnt. Und ihr werdet auch außerdem noch die Stimme der geistigen Gesundheit zur Welt bringen. Ihr werdet euch nicht an angsterfüllten Unterhaltungen beteiligen. Und ihr werdet auch nicht in negativer Weise über jemanden tratschen. Ihr werdet euren friedvollen Geist mit denen teilen, die euch umgeben. Und ja, einige Menschen werden über euch verärgert sein, weil ihr euch nicht an ihren Kämpfen beteiligt. Und das ist okay. Wenn ihr beginnt, den friedvollen Geist wertzuschätzen, dann werdet ihr bemerken, dass es Menschen gibt, deren Frequenz so unterschiedlich ist von eurer, dass ihr ihnen als eine Bedrohung erscheint. Das ist es, was in meiner physischen Inkarnation geschah, vor so vielen Jahren, dass die Energie, die ich manifestierte und die in mir enthalten war, dass ich eine Bedrohung war für das Gebiet und die Gegend, wo ich war, als Lehrer und Heiler. Daher mussten sie mich töten. Und viele fragten im Laufe der Jahre, warum ich erlaubte, dass das geschah. Nun, das war deshalb, weil ich nicht starb. Und ich wusste, dass ich nicht sterben werde. Und ich wusste, dass ich Meisterschaft hatte über meinen physisch-materiellen Körper und mein Bewusstsein. Und so wusste ich, wozu ich in der Lage war und habe das für einige Jahre getan, von diesem Zeitpunkt an, dass ich eine neue physische Struktur an verschiedenen Orten manifestierte, während ich meditierte. Und dass ich, während ich meditierte, an Orte ging und mit Menschen redete. Ich hatte gelernt, wie Meisterschaft aussieht. Die Meisterschaft des Geistes bedeutet die Meisterung des Körpers. Die Meisterschaft des Körpers ist nicht das, wonach ihr suchen solltet. Und ihr solltet es selbstverständlich nicht dadurch suchen, dass ihr den Körper benutzt. Wenn ihr eine tiefe und machtvolle Verbindung zum Geist wollt, dann werdet friedvoll durch die Vergebungspraxis. Werdet friedvoll durch das Wissen über die und das Verständnis über die Gesetze der Erschöpfung. Werdet friedvoll, indem ihr versteht, dass ihr nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurdet und dass ihr machtvolle Schöpfer seid. Und daher müsst ihr nicht die Welt fürchten. Die Welt ist nur eine Reflexion von euch.
Und wenn ihr die Liebe gemeistert habt, dann werdet ihr nur sie erfahren. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.